Hi, hier ist Crook und dieses Video ist der ultimative Tony Hawk Guide. Egal ob du Anfänger bist oder schon fortgeschritten und Probleme mit Herausforderungen hast, dieser Guide zeigt dir alle Tipps und Tricks für das Movement in Tony Hawk's Pro Skater. Wenn dir mein Video gefällt, dann lass mir ein Like da und abonniere den Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. In der Videobeschreibung findest du außerdem Links zu anderen Guides von mir. Dort findest du auch die Zeitschnippel zu den einzelnen Abschnitten in diesem Guide. Aber fangen wir nun mit dem grundlegenden Movement an. Das Wichtigste überhaupt, haltet die Ollie-Taste eigentlich so gut wie immer gedrückt. Hier seht ihr die Geschwindigkeit, die ihr habt, wenn ihr ganz normal fahrt, ohne irgendwas zu drücken. Nun halten wir die X-Taste gedrückt und wie wir sehen können, sind wir deutlich schneller. Das gilt nicht nur für das Fahren, sondern auch für Manuals und selbst für Grinds. Das nächste Wichtige, das das Springen betrifft, ist der Boneless. Hier seht ihr die normale Sprungdistanz. Halten wir nun den Ollie gedrückt und drücken einmal nach oben, bevor wir ihn loslassen, machen wir ein No-Comply und erhöhen damit ein bisschen unsere Reichweite. Halten wir den Ollie gedrückt und drücken zweimal nach oben, bevor wir loslassen, machen wir den Boneless, der am meisten Reichweite gibt. Das ist wichtig, um gerade in verschiedenen Herausforderungen Gaps zu landen. Gilt nicht nur für den Sprung auf dem flachen Gelände, sondern auch beispielsweise hier beim Kicker. Mit dem normalen Sprung komme ich knapp bis zur blauen Linie. Wenn ich jetzt den gleichen Sprung mache und dabei den Boneless, also wieder X gedrückt halten und kurz vor dem Absprung zweimal nach oben und loslassen, komme ich deutlich weiter. Das gleiche gilt auch in den Pools oder Pipes beim Absprung an der Kante. Hier seht ihr die normale Sprunghöhe. Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr einen Boneless nicht machen könnt, wenn ihr in einer Combo seid. Nutzt ihn also immer aus, um für den ersten Trick der Kombi eine größere Höhe zu haben. Auch wenn der Unterschied nicht sehr deutlich ist, macht es in der Kombi doch einiges aus. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr aus Pools rausspringen wollt oder über Rampen springen wollt. Dazu müsst ihr beim Absprung an der Rampe einfach nur die nach oben Taste gedrückt halten, um nach draußen zu kommen. Es bedarf zwar ein bisschen Übung, aber es ist wichtig für verschiedene Herausforderungen, gerade für die Komm-Hin-Ziele, dass man mit dem Boneless einfach eine höhere Reichweite bekommt. Um mit einem Boneless aus der Rampe zu springen, müsst ihr wie für jeden Boneless X gedrückt halten im Ollie und dann zweimal nach oben und wieder loslassen. In diesem Fall müsst ihr dann aber X gedrückt halten, zweimal nach oben, im Absprung X loslassen und dann nach oben gedrückt halten. Es klingt komplizierter als es ist, man hat schnell ein Gefühl dafür, wann man die Tasten drücken und loslassen muss. Ein weiterer Punkt, bei dem der Boneless wichtig ist, ist bei den Wallrides. Hier könnt ihr ihn dazu nutzen, um eine höhere Grundhöhe zu gewinnen. In Kombination mit den Wallies und Wallplans könnt ihr so eine gute Höhe gewinnen, um verschiedene Stellen der Maps zu erreichen. Darauf gehe ich aber im späteren Kapitel der Wallrides genauer ein. Kommen wir nun erstmal zu den Manuals. Auch bei den Manuals ist es wichtig, die Ollie-Taste möglichst immer gedrückt zu halten. Das gibt euch einfach mehr Schwung. Wie ihr hier sehen könnt, mache ich den Manual, ohne den Ollie gedrückt zu halten. Und wir bewegen uns sehr langsam und kommen deswegen nicht allzu weit. Nun machen wir das gleiche, wenn wir den Ollie gedrückt halten. Wie ihr sehen könnt, sind wir deutlich schneller und können deswegen viel weiter kommen. Solange ihr beim Fahren X gedrückt haltet, könnt ihr auch direkt in den Manual gehen, ohne überhaupt zu springen. Umso länger ihr euch im Manual befindet, umso langsamer werdet ihr. Das könnt ihr ein bisschen künstlich verlängern, indem ihr zwischendrin springt. Gemein gibt, um die Manual Balance auszugleichen, tippt lediglich in die Gegenrichtung und das auch nur, wenn es nötig ist. Gerade wenn der Manual am Anfang ausschlägt, könnt ihr ihn durch leichtes Tippen viel besser kontrollieren, als wenn ihr stark dagegen haltet. Achtet aber darauf, nicht mehr als zwei Sprünge im Manual zu machen. Ab dem dritten Sprung wird der Ausschwung der Balance viel stärker. Der stärkere Ausschlag wird beim nächsten Manual wieder schwächer, solange ihr zwischendurch einen Grind oder einen Sprung in der Pipe macht. Versucht also immer viel zu variieren. Wenn ihr im Manual seid, schaut, dass ihr auf eine Rail kommt. Und von dort aus könnt ihr wieder einen Manual machen, von dort aus auf die nächste Rail, von dort aus wieder einen Manual, von dort aus auf eine Pipe und von dort aus wieder Manual weiter. Wie ihr hier sehen könnt, mache ich nur im Notfall einen längeren Manual, um auf die nächste Rail zu kommen. Und von dort aus wieder auf die nächste Rail und wieder in den nächsten Manual. Das sorgt dafür, dass ihr eure Kombos möglichst lang machen könnt, ohne zu stark im Ausschlag bestraft zu werden. Während des Manuals könnt ihr verschiedene Variationen des Manuals machen, ohne zwischendrin springen zu müssen. Dazu einfach während des Manuals eine Zwei-Tasten-Kombination aus Grind, Grab oder Flip-Tricks. Auf PS4 beispielsweise einfach Kreis-Kreis drücken oder Dreieck-Viereck oder Viereck-Dreieck. Würdet ihr bei einem Manual zum Stillstand kommen, könnt ihr damit noch mehr Punkte erzielen. Ein weiterer Punkt bei den Manuals ist, dass es immer eine Seite gibt, auf der man nicht hinfällt. Beispielsweise hier im Nose-Manual befinden wir uns auf den Vorderrädern.
Bricht der Ausschlag nach oben aus, fallen wir hin. Bricht der Ausschlag nach unten aus, landen wir den Trick. Beim normalen Manual ist es genau andersrum. Hier befinden wir uns auf den Hinterrädern. Wenn die Balance also nach unten ausschlägt, fallen wir hin. Wenn wir sie nach oben ausschlagen lassen, landen wir den Trick. Kommen wir nun zum Quick Turn. Hier drückt ihr einfach nach unten unten und die Spin-Taste. Das gibt euch mehr Mobilität, gerade wenn ihr Tempoläufe versucht oder einfach in eine bestimmte Richtung umlenken wollt. Wer es nicht weiß, die Spin-Taste ist auf der PlayStation R1, auf der Xbox RB und auf dem PC die Spin-Taste. Mit wenigen Ausnahmen lässt sich der Quick Turn aber nur normal auf der Straße machen. Der Quick Turn geht ausschließlich mit der rechten Spin-Taste. Mit der linken Taste funktioniert es nicht, obwohl ihr euch beim Quick Turn nach links dreht. Wie ihr sehen könnt, wenn die Wand links von euch ist, funktioniert der Quick Turn nicht, weil ihr euch immer gegen die Wand drehen würdet. Mit dem richtigen Timing lässt sich der Quick Turn auch in einen Manual einbauen, um die Richtung zu wechseln oder wieder Momentum zu bekommen. Das Timing ist allerdings ein sehr kleines Zeitfenster und lässt sich nicht regulär in Kombis einbauen, um es ganz normal zu benutzen. Die Kombination dabei, wäre während der Spieler landet, unten unten Spin zu drücken und direkt auch den Manual zu drücken. Es ist sehr situativ bedingt und wie ich bereits sagte, es erfordert sehr viel Übung. Daher ist das vermutlich eher etwas für fortgeschrittene Skater. Mit der richtigen Übung könnte man es aber damit schaffen, aus einer stehenden Bewegung heraus wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Reverts. Auch hier ist es möglich, mit schneller Tastenkombination von einer Pipe in die gleiche Pipe zu springen, ohne die Kombi oder die Geschwindigkeit zu verlieren. Aber auch dazu braucht es sehr viel Geschick, da ihr bei der Landung sowohl den Quick Turn als auch den Revert richtig drücken müsst. Auch diese Technik ist sehr situativ und meiner Meinung nach nicht wirklich wichtig für große Kombos. Kommen wir als nächstes zu den Grinds. Die Grinds bieten eine hervorragende Möglichkeit, um Punkte zu sammeln und Kombis zu verbinden. Die Rail Balance ist hier ähnlich wie bei den Manuals. Allerdings ist es hier so, dass bereits beim zweiten Grind auf der gleichen Rail-Strecke die Balance stärker ausschlägt. Versucht daher, lange Rails zu meiden und lieber kleine Rails, um kurze Sprünge zu benutzen, damit die Balance nicht so schnell so stark ausschlägt. Durch Sprünge auf der Rail könnt ihr zwar Geschwindigkeit dazu bekommen, achtet aber darauf, auf der gleichen Rail wirklich möglichst nur einen Sprung zu machen. Denn umso mehr Sprünge ihr macht, umso schneller verliert ihr die Kontrolle über die Balance. Das ist natürlich kein Muss. Mit etwas Übung könnt ihr auch mehrere Sprünge ausbalancieren. Aber gerade wenn eure Kombination länger geht, empfiehlt es sich, nicht schon am Anfang auf der gleichen Rail zu viel Balance-Strafe zu sammeln. Abgesehen von den verschiedenen Grinds mit den Pfeiltasten, ist es auch hier wie bei den Manuals, dass es Variationen gibt, die ihr machen könnt, während ihr grindet. Drückt auch hierzu während des Grinds einfach eine Zweitastenkombination aus Grind, Grab oder Flip. Beispiel für die PS4 wäre hier Kreis, Kreis, Dreieck, Viereck, Dreieck, Kreis und so weiter. Obwohl diese Variationen eure Kombi erhöhen, zählt es nur als ein Grind. Das heißt, die Balance ist am Anfang nicht so schwer auszugleichen. Daher ist es eine gute Möglichkeit, die Kombinationsmultiplikator höher zu bekommen, wenn man eine lange Rail entlang grinden muss. Hohe Scores versucht man aber meistens, den Grind möglichst kurz zu halten. Der stärkere Balanceausschlag zählt ausschließlich für einzelne Strecken, auch wenn die Rail mehrere Ecken hat. Ich kann also auf alle unterschiedlichen Graden der Rails springen, ohne eine Bestrafung in der Balance zu bekommen. Das ist nützlich, gerade wenn man lange Kombis vor sich hat. Das gleiche gilt übrigens für runde Abschnitte von Rails. Beispielsweise zählen die Rundungen dieser Rampenkante alle als einzelne Rails. Bedeutet, dass ihr keine Strafe für die Balance bekommt, wenn ihr in diese Bereiche reinspringt. Nichtsdestotrotz sollte man einen Blick auf die Balance haben, weil es schnell passieren kann, dass man einen falschen Sprung macht und die Balance plötzlich stark ausschlägt. Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Pools. Auch wenn diese Rundung haben, zählt die Poolkante als einzelne Rail. Daher solltet ihr nicht allzu viele Runden um die Pool-Rail drehen. Und sowohl die Sprünge als auch die Zeit, die ihr auf der Rail verbringt, bestraft euren Balanceausgleich. Von einer Rail könnt ihr auch abspringen auf verschiedene Seiten. Entweder nach rechts oder nach links. Dazu müsst ihr einfach beim Abspringen kurz in die Richtung gedrückt halten. Achtet beim Timing aber darauf, dass ihr es nicht genau so macht, dass eure Balance in dem Moment ausbricht. Eine alternative Möglichkeit, einen Grind zu beenden, ist das einfache Drücken auf die Transfertaste. Das heißt R2 oder RT für die rechte Seite oder L2 und LT für die linke Seite.
Mit dem richtigen Timing könnt ihr von diesem Transfer aus sogar wieder in die Manie gehen, um eure Combo weiterzumachen. Dieses Zeitfenster ist allerdings sehr schmal. Diese Methode ist auch wieder sehr situativ, aber auf manchen Karten gibt es eine Möglichkeit ins Auszufahren und das kann man damit leicht verhindern. Und wie bereits erwähnt, mit dem richtigen Timing könnt ihr von dort aus einfach weiter in den Manual. Der Transferausstieg funktioniert allerdings nur, wenn die Fläche unten drunter gerade ist. Wenn ihr es auf einer Schräge wie hier probiert, fallt ihr sofort hin. Als nächstes kommen wir zur Spin-Taste. Drehungen während der Tricks geben euch deutlich mehr Punkte. Haltet dazu einfach die R1-Taste oder L1-Taste gedrückt, während ihr einen Flip-Trick macht. Sehen könnt, habt ihr durch die halbe Drehung statt 100 Punkten nun 150 für den Pub-Shove-It bekommen. Auch hier bedarf es etwas Übung, das richtige Timing zu finden bzw. wie lange ihr die Spin-Taste gedrückt haltet, um richtig zu landen. Das gilt sowohl für Drehungen bei den Flip-Tricks, als auch für die Drehung während der Grab-Tricks oder selbst bei den Grinds. Gerade bei Rails ist es besonders einfach, weil ihr beim Grinden nicht falsch aufkommen könnt. Das heißt, wenn ihr von Rail zu Rail springt, könnt ihr die Spin-Taste gedrückt halten und Flip-Tricks machen, um eure Combo zu erhöhen. Die Drehung könnt ihr natürlich auch mit den Steuerungstasten machen. Das macht sich in manchen Fällen besser, allerdings ist es allgemein besser, sich an die Spin-Tasten zu gewöhnen. Die geben einem mehr Kontrolle und mehr Flexibilität, wenn man größere Kombos erreichen will. Aber gerade bei Grinds lassen sich auf diese Art und Weise schnell viel mehr Punkte erzielen. Wie ihr sehen könnt, halte ich die Spin-Taste einfach gedrückt. Natürlich solltet ihr die Taste beim Abspringen loslassen, damit ihr den richtigen Winkel besser variieren könnt. Bevor wir mit ein paar anderen Spin-Hinweisen weitermachen, hier ein paar Infos zu den allgemeinen Grab-Tricks. Dies gilt auch für die Flip-Tricks. Denn abgesehen von euren Spezialtricks könnt ihr auch die regulären Tricks im Skater-Tab abfragen. Hier seht ihr immer zwei Tricks auf einer Linie. Der Trick vorne ist, wenn ihr die Richtungstaste und den Grab einmal drückt und der hintere Trick ist, wenn ihr die Grab-Taste zweimal drückt. Weiterhin könnt ihr vier Felder frei belegen. Kombination dafür sind zweimal die gleiche Richtungstaste und dann die Grab- oder die Doppel-Grab-Taste. Drücke ich beispielsweise nach oben und Grab, mache ich einen Nose-Grab. Mit nach oben und Doppel-Grab mache ich den Cannonball. Das gilt nicht nur für die Grab-Tricks, sondern auch für die Flip-Tricks. Beispielsweise macht ihr mit nach oben und Viereck den normalen Impossible und mit nach oben und Doppelviereck den Sideflip. Verschiedene Varianten wie den Impossible oder Kickflip und Heelflip lassen sich sogar dreimal drücken, damit ihr eben ein Double oder Triple Impossible oder Kickflip oder Heelflip macht. Die Grab-Tricks geben wesentlich mehr Punkte, wenn man dabei eine Drehung macht. Wie ihr sehen könnt, bekomme ich 300 Punkte für einen Indie und 360 für einen Melon. Die Tricks tippe ich dabei nur an. Sie geben nochmal mehr Punkte, wenn man sie gedrückt hält, aber das zeige ich gleich nochmal. Wie ihr hier sehen könnt, durch das Antippen und einer einfachen Drehung erhält man doppelt so viele Punkte. Und wie ihr hier sehen könnt, selbst ein Ollie, der eigentlich keine Punkte gibt, gibt Punkte, sobald man eine Drehung damit macht. Diese Punkte stocken sich natürlich auf, wenn man zwei oder drei Drehungen schafft. Sucht euch also am besten eine große Pipe und übt dort einfach mit den R1 und L1 Tasten, um in die verschiedene Richtung zu spinnen. Die Grab-Tricks geben noch extra Punkte, umso länger ihr den Grab gedrückt haltet. Das ist gerade für Einsteiger eine gute Methode, um höhere Punkte für die Basis zu bekommen. Auch hier bedarf es Übung, um zu wissen, wie ihr welchen Grab-Trick landen müsst, damit ihr dabei nicht hinfallt. Wenn ihr mehr als einen Trick während des Sprungs machen wollt, müsst ihr allerdings auch rechtzeitig loslassen. Je nach Trick ist es aber besser einfach zu spinnen. Wie ihr bemerken werdet, spinnt ihr mit der R1-Taste nach rechts und mit der L1-Taste nach links. Je nachdem welchen Trick ihr macht und ob ihr normal steht oder gerade auf Switch, bringt euch einen Vorteil zu wissen, in welche Richtung ihr spinnen müsst, damit ihr schneller dreht. Wie ihr sehen könnt, ist die Drehung nach links meistens schneller, wenn ihr mit dem Gesicht nach links steht und die Drehung meistens schneller nach rechts, wenn ihr mit dem Gesicht nach rechts steht. Mit der richtigen Drehung könnt ihr so viel mehr Punkte für die einzelnen Tricks rausholen. Kommen wir als nächstes zu den Pipes oder Ramps. Die sind essentiell, um einen möglichst hohen Basisscore zu erreichen. Special Grabs und auch normale Grab-Tricks geben hohe Punkte. Wenn man diese mit Reverts und Manual kombiniert, hat man eine gute Grundlage, um hohe Kombinationen zu erreichen. Denkt dran, das Video zu liken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Beginnen wir mit den Reverts. Diese machen wir auf R2 bzw. RT oder der Revert bzw. Transfer-Taste. Da es uns nicht viel bringt, einzelne Tricks zu landen, verketten wir mit Reverts und Manuals die Tricks der Pipes, um eine große Kombi zu erreichen.
Dazu drücken wir einfach die Revert-Taste, während wir in der Pipe aufkommen. Da Tony Hawk's Pro Skater sich die Kombination merkt, die man eingibt, kann man es auch schon ein kleines bisschen früher drücken. Dabei muss man allerdings auf das Timing achten, damit es nicht zu früh oder zu spät ist. Wenn man die Taste direkt schon drückt, während man weiter oben in der Luft ist, passiert nichts, sobald man wieder runterkommt. Und wenn ihr bereits zu früh Revert und den Manual drückt, kann es sein, dass nur noch der Manual gemerkt ist und ihr automatisch den Trick landet und in einen Manual geht. Wenn ihr andersherum zu spät den Revert drückt, kann es passieren, dass ihr den Trick landet und dann eine Revert-Bewegung macht, die dann aber nicht mehr für eure Kombination zählt. Geht einfach mit verschiedenen Tricks, wann für euch das beste Timing ist, damit der Revert funktioniert. Ein weiteres wichtiges Tool ist der Revert bzw. Transfer von einer Pipe auf die Kante der Pipe. Dazu drückt ihr einfach beim Absprung oder ersten Trick kurz die R2-Taste und ihr könnt sehen, dass sich der Skater neu ausrichtet. Mit dieser Methode landet ihr nicht wieder in der Pipe, sondern der Skater zielt auf die Kante der Pipe. Mit dieser Methode ist es möglich, die R-Tricks möglichst lang zu machen und danach die Kombi einfach mit Grinds weiterzuführen. Dazu lediglich die Grind-Taste, kurz bevor ihr auf der Kante aufkommt. Dieser Methode lassen sich auch im späteren Verlauf eurer Kombos noch höhere Basisscores erzielen. Das funktioniert nicht nur mit Grinds, sondern auch mit Manuals. Wenn ihr den Revert drückt, könnt ihr einfach im Manual landen. Dabei ist ein bisschen darauf zu achten, wie ihr aus der Pipe rausspringt. Springt ihr einfach nur nach oben und haltet den Revert gedrückt, bleibt ihr auf der Stelle stehen für den Manual und habt wenig Bewegung, um irgendwo anders hinzukommen. Beim Absprung aus einer Pipe, im Manual weiterzufahren, drückt ihr nicht die Revert-Taste, sondern nehmt einfach den normalen Absprung aus der Pipe. Dann könnt ihr mit dem Manual ganz normal weiterfahren. Auch wenn es je nach Geschwindigkeit möglich ist, seitlich im Manual zu landen, empfiehlt es sich immer, in die Sprungrichtung zu zielen. Eine weitere wichtige Nutzung der R2 bzw. Revert-Transfer-Taste ist genau eben der Transfer. In Pipes Rücken an Rücken könnt ihr beim Absprung einfach R2 für den Transfer drücken und dann nochmal R2 für den Revert, um eure Combo hinten dran weiterzumachen. Wenn ihr dabei Grab-Tricks macht oder euch dreht, müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr richtig aufkommt. Habt ihr während des Sprungs im Transfer nochmal den Transfer, könnt ihr von dort aus, so wie hier, einfach weiter grinden. Das ermöglicht euch mehr Mobilität und mehr Flexibilität und Variation in den Tricks. Der Transfer in der Kombi-Anzeige unten ist lediglich eine Gap. Das heißt, wenn ihr nach oben gedrückt haltet beim Absprung, springt ihr normal drüber. Ihr habt zwar damit eine Gap erfüllt, aber den Transfer nicht so gemacht, dass ihr im Revert weiter den Trick machen könnt. Allerdings könnt ihr von dort aus im Notfall auch einfach einen Manual machen. Ansonsten aber einfach R2 für den Transfer und dann nochmal R2 für den Revert, damit ihr im Manual weiter eure Kombi machen könnt. Ein anderer Punkt für den Transfer ist der Transfer in die Pipes. Das gibt euch die Möglichkeit, aus verschiedenen Winkeln richtig in der Pipe zu landen. Wie ihr hier seht, springe ich normal nach unten und dann wieder nach oben. Drücke ich beim Sprung nach unten aber die Revert-Transfer-Taste, zieht sich der Spieler wie ein Magnet in die Innenseite der Pipe. Diesen sogenannten Acid Drop könnt ihr dann auch mit einem Revert und Manual verbinden, um eure Kombi weiterzumachen. Hier ist es reine Übungssache, das Timing richtig zu finden. In Multimillionen-Combo-Videos könnt ihr sehen, dass die Spieler diese Acid Drops benutzen, um für ihren ersten Trick sehr viel Schwung zu ergattern. Wie ihr hier sehen könnt, ist es in der Schulkarte der Sprung vom Dach. Dort macht ihr einfach euren ersten Trick an der Kante und den Transfer nach unten. Dort dann mit Revert Manual auf die andere Seite und auch dort könnt ihr nochmal einen wahnsinnig hohen Trick machen. Übt einfach, mit welchen Tricks ihr auf welcher Seite wie landen müsst, damit ihr dabei nicht hinfallt. Kommen wir nun kurz zu den Lip-Tricks. Die einfachste Regel ist, benutzt sie so gut wie nie. Durch die Lip-Tricks verliert man einfach zu viel Schwung während der Kombi. Selbst wenn ihr nach dem Trick wieder weitermacht, wenn ihr sie trotzdem nutzen wollt, gibt es auch hier verschiedene Variationen wie bei den Grinds und Manuals. Wie auch bei den Grinds oder Manuals benutzt ihr dafür einfach eine Zwei-Tasten-Kombination aus Flip, Grind oder Grab-Taste. Ich denke, der einzige nützliche Moment ist vielleicht, wenn ihr am Ende eurer Combo mit zu wenig Schwung in eine Pipe kommt und dort noch einen Lip-Trick machen könnt, um eure Punkte noch ein bisschen zu erhöhen. Solltet ihr aber mit normalem Schwung in die Pipe kommen, ist es immer besser, R-Tricks zu machen und von dort aus die Kombi weiterzumachen. Mit der Sprungtaste brecht ihr den Lip-Trick ab. Dadurch könnt ihr dann mit Revert und Manual eure Kombi weitermachen. Aber abgesehen von einzelnen Challenges, für die ein Lip-Trick notwendig ist, würde ich immer ausweichen und R-Tricks und Flip-Tricks bevorzugen. Als nächstes kommen wir zu den Ball-Rides. Diese sind hilfreich, um euch Zeit auf dem Boden zu ersparen. Umso länger eine Kombination geht,
umso härter ist der Ausschlag bei Manuals oder Rails. Denen helfen Wallrides dabei, diese Zeit ein bisschen zu verkürzen. Dazu springt er einfach aus einem schrägen Winkel gegen die Wand. Drückt an der Wand oder bereits im Sprung zur Wand Dreieck oder haltet es bereits gedrückt, um den Wallride zu machen. Für die Wallrides habt ihr verschiedene Optionen. Die erste Variante ist, den Wallride einfach die Mauer entlang zu machen und dann im Manual zu landen, um die Kombi weiterzumachen. Alternativ könnt ihr vom Wallride aus aber auch einfach die Sprungtaste drücken, um einen Wallie zu machen. Das gibt euch die Möglichkeit, vom Wallride aus mehr Höhe und Geschwindigkeit beizubehalten. Vom Wallie aus könnt ihr natürlich auch einfach die Trickkombi weiterführen. Ihr könnt dabei im Manual landen oder auf einer Grindstange, je nachdem, was die Umgebung euch gerade gibt. Vom Wallie aus könnt ihr natürlich auch noch Flip-Tricks machen, um eure Kombi schneller zu erhöhen. Je nachdem, was für ein Terrain sich auf der anderen Seite der Wand befindet, müsst ihr allerdings aufpassen, wie ihr landet. Schaut einfach an verschiedenen Stellen, welche Tricks ihr vom Wallride aus machen könnt. Eine weitere Möglichkeit, noch mehr Höhe zu bekommen, ist der sogenannte Wallie Plant. Dazu gibt es bestimmt eine genaue Erklärung, wie das eigentlich funktioniert. Meine Empfehlung ist aber einfach, die nach oben Taste zu spammen, während ihr den Wallride macht und dann X drückt, um den Wallie Plant zu machen. Je früher ihr im Wallride wieder abspringt, desto höher ist die Distanz und die Höhe, die ihr springt. Springt daher am besten sofort wieder ab, sobald ihr die Wand berührt. Wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr auch mit einem Boneless noch die Höhe des Wallplants erhöhen. Mit dem richtigen Timing lässt sich der Skater damit ziemlich gut durch die Luft katapultieren. Der normale Wallplant lässt sich gut nutzen, um eine Kombination weiterzuführen oder aus verschiedenen Ecken wieder herauszukommen. Dazu springt ihr einfach gegen eine Wand und drückt an der Wand angekommen noch einmal die Sprungtaste, um euch wieder raus zu katapultieren. Im Gegensatz zu früheren Tony Hawk Spielen muss hierzu der Winkel etwas größer sein. Wenn ihr parallel zur Wand fahrt, funktioniert es nicht. Fahrt also lieber direkt gerade auf eine Wand zu oder zumindest aus einem schrägen Winkel. Die Kombination aus Wallrides und Wallplants ist eine Sache der Übung und des Timings. Sie sind aber nützlich, um wieder Höhe oder Geschwindigkeit zu gewinnen. Wie hier könnt ihr auch einen Wallride und einen Wallie gegen die Kante machen und von dort aus einen Wallplant. Andersherum könnt ihr auch erst einen Wallplant machen und dann mit einem Wallride und Wallie eure Kombi weiterführen durch verschiedene Flip- oder Manual-Tricks. In Tony Hawk's Pro Skater geht es darum, alle möglichen Varianten zu benutzen. Kombiniert also alles, was ihr gelernt habt. Verbindet Wallplants mit Acid Drops, um mit Schwung in Pools zu gelangen. Verbindet die Revert und Manuals, um eure Kombi aufrechtzuerhalten. Benutzt Grinds und Grab-Tricks, um alles zu erhöhen. Lernt eure Balance auszugleichen oder merkt euch, wo die Balance gerade ist, wenn ihr einen Trick anfangt, weil sie dort auch wieder ist, wenn ihr das nächste Mal in den Trick geht. So erreicht ihr mit der Zeit immer höhere Kombis. Kommen wir nun zu den Spezialtricks, angefangen mit den Lip Specials. Die Punkte, die ihr für Spezial-Lip-Tricks kriegt, sind gar nicht so schlecht. Da man sie aber innerhalb einer Kombi selten benutzen kann, empfiehlt es sich nicht, einen Spezialtrick-Slot dafür zu verschwenden. Für riesengroße Kombis empfiehlt es sich daher, die ganzen Spezialslots eher für Flip- oder Grab-Tricks zu benutzen. Das gleiche gilt für die Grind-Tricks, auch diese geben eigentlich nicht so viele Punkte, da man in großen Kombis die Grinds nur sehr kurz macht. Persönlich habe aber immer einen Special Grind drin, einfach nur, weil ich kein 100 Millionen Score-Spieler bin und auf langen Rails gern mal einen Special Grind benutze. Deswegen probiert einfach aus, welche Specials euch gefallen. Beispielsweise kriege ich für einen normalen Nose Grind auf dieser Strecke etwa 2000 irgendwas Punkte. Aber wie gesagt, für große Kombos empfiehlt es sich eh nicht, lange Grinds zu machen. Aber gerade für Einsteiger ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, höhere Punkte zu erzielen, denn wie ihr hier sehen könnt, mit einem Special Grind erhalte ich auf der gleichen Strecke wie dem Nose Grind über 11.000 Punkte. Aber für wirklich hohe Scores und auch um eure Rail Balance zu schonen, empfiehlt es sich, einfach mehr Tricks auf der gleichen Rail oder auf der gleichen Rail Schräge zu machen. Damit erhaltet ihr einen Multiplikator, der wesentlich nützlicher für die hohe Kombi ist. Nichtsdestotrotz habe ich immer einen Special Grind drin, denn selbst wenn ich den Special nur ganz kurz mache, gibt er doch einen guten Punkte-Boost. Beispielsweise ist hier der Basisscore von 1800 in der Kombi immer noch über 1000 höher, als wenn ich die Kombi ohne Special Grind mache. Machen wir weiter mit den Special Grabs. Hierbei ist zu unterscheiden, ob ihr den Grab-Trick einfach nur einmal macht und die Basispunkte dafür bekommt, oder zum zweiten, ob ihr den Grab-Trick macht und den Rest der Kombi andere Tricks macht, aber euch dabei weiter dreht. Wie ihr sehen könnt, kriegt ihr durch drei halbe Drehungen mehr, in dem Fall dem 540, auch die dreifache Punktzahl für den gleichen Grab-Trick.
nochmal mehr Punkte könnt ihr bekommen, wenn ihr den Grab-Trick gedrückt haltet. Ein weiterer Trick, um mehr Punkte für die Specials zu bekommen, ist, wenn ihr nicht regulär steht, sondern im Switch. Grab-Tricks geben also am meisten Punkte, wenn ihr im Switch steht und den Trick gedrückt haltet, während ihr euch dabei auch noch dreht. Vorteil der Grabs ist auch, dass ihr sie bei kleinen Sprüngen schon nutzen könnt und in eure Kombi einbauen könnt. Sie ein kleines bisschen länger sind als normale Grab-Tricks, könnt ihr aber hier, wie ihr sehen könnt, sie nicht machen, wenn ihr von einer Rail springt und weiter grinden wollt. Es reicht jedoch schon ein kleiner Unterschied, damit ihr sie in die Combo einbauen könnt, so wie hier. Eine weitere gute Möglichkeit, sie zu nutzen, ist bei Wallplants. Auch hier reicht die Sprungdistanz aus, um den Special einzubauen und die Kombi weiterzumachen. Lasst euch auch von der Animation nicht täuschen, ihr könnt sie selbst am Ende einer Ramp noch kurz einsetzen und direkt in den Revert gehen. Auch wenn euer logischer Gedankengang sagen würde, dass ihr dabei hinfallt. Probiert also einfach aus, an welchen Stellen der Karten ihr welche Specials wie benutzen könnt, um eine ideale Combo für euch zu finden. Gewöhnt euch an das Timing und achtet auch darauf, welche Tastenkombination ihr für die einzelnen Specials belegt, damit ihr diese ideal nutzen könnt, um auch danach weiterhin eure Manual- oder Rail-Balance auszugleichen. Und ein weiter sehr wichtiger Punkt ist es natürlich auch, mein Video zu liken, denn das gibt euch die richtig geilen Scores. Machen wir weiter mit den Spin-Tricks und dem Klassiker, dem 900er. Der gibt einen regulären Basisscore von 9000 Punkten. Wenn ihr dabei auch noch Switch auf eurem Board steht, also beim Fahren einfach R2 drücken, bekommt ihr sogar 10.800 Punkte für den gleichen Trick. Bedenkt aber, dass gerade der 900er eine hohe Animationszeit hat und sich nicht abbrechen lässt. Achtet deswegen drauf, immer genügend Schwung dafür zu haben. Und wie ihr sehen könnt, wenn ihr ihn von Rampe zu Rampe mit den Reverts immer nochmal verbinden wollt, erhaltet ihr immer weniger Schwung, das heißt, in der nächsten Rampe klappt er vermutlich nicht mehr. Nach Schwung maximal dreimal. Ein weiterer Punkt, den ihr beachten müsst, ist, dass die Specials immer weniger Punkte geben, umso öfters man sie macht. Wie ihr hier sehen könnt, kriege ich beim ersten Mal noch 9000 Punkte, beim zweiten Mal aber nur noch 6750 und beim dritten 4500. Gerade bei den aufwendigen Specials ist es deswegen nicht wert, sie mehr als 4 oder 5 Mal irgendwo einzubauen, weil ihr stattdessen auch einfachere Tricks machen könnt, die in dem Moment noch mehr Punkte geben. Außerdem ist es wichtig zu wissen, ob ihr regulär steht oder im Switch. Im Switch erhaltet ihr zum einen 20% mehr Punkte und zum anderen zählt es nicht in den Punkteverlust der regulären Tricks. Aber auch die Switch-Variation mit mehrfachem Nutzen Punkte verliert, empfiehlt es sich, die Specials öfters mal im regulären und im Switch-Modus im Wechsel zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr die Spin-Tricks sogar noch weiter spinnen könnt. Wie ihr hier seht, bekomme ich 4500 Punkte und 3300 Punkte, wenn ich den Frontside 540 nochmal mache. Switch bekomme ich 20% mehr für den ersten und natürlich auch für den zweiten, auch wenn dieser weniger Punkte gibt. Mit dem richtigen Schwung könnt ihr sogar noch mehr Punkte rausholen. Wenn ihr den Special macht und euch dabei bzw. danach noch weiter dreht, zählt es für den Special noch dazu. Das heißt, ich mache nicht nur den 540, sondern drehe mich dabei auch noch drei halbe Runden. Dadurch bekomme ich auch noch die dreifache Punktzahl. Wenn man sich weiter dreht, kann man also somit für den Special noch weiterhin Punkte holen, obwohl man bereits einen anderen Flip- oder Grab-Trick macht. Auch für die Flip-Tricks gilt grundlegend das Gleiche. Umso öfter ihr den gleichen Trick macht, umso weniger Punkte gibt er. Genauso gilt es für die Switch-Regel, dass ihr mehr Punkte kriegt, wenn ihr im Switch steht, aber auch dort verliert ihr Punkte, wenn ihr ihn öfters im Switch macht. Flip-Specials sind besonders gut, weil sie meistens eine sehr kurze Animation haben und sich gut in lange Kombis einbauen lassen. Bei den Grab-Tricks ist es hier möglich, dass ihr durch den Spin ein Mehrfaches der Punktzahl dafür bekommt. Wie ihr sehen könnt, bekomme ich statt den 1450 hier wesentlich mehr Punkte. Das gibt uns die Möglichkeit, während des Specials uns weiterhin zu drehen und sogar noch andere Tricks zu machen. Die Drehung zählt dabei weiterhin für den Special, damit wir dafür mehr Punkte kriegen und wir können es mit verschiedenen anderen Tricks weiter kombinieren. Dies gilt auch für Specials, die von der Animation her eigentlich aufwendiger aussehen. Auch bei dem, beispielsweise dem Kickflip-Backflip, könnt ihr euch währenddessen noch drehen, um mehr Punkte dafür zu bekommen. Denkt aber immer, dass Tony Hawk die Tricks speichert. Wenn ihr also ein Special macht und danach noch drei verschiedene Grabs drückt, wird der Skater auch erst alle drei Grabs machen wollen, bevor er wieder landet. Entsprechend fallt ihr hin, wenn ihr nicht genügend Zeit habt, um alle Tricks zu machen. Wie ihr sehen konntet, habe ich den Indie in einer Drehung gemacht, aber das zählte immer noch für den Special. Lasst euch wie bei den Grab-Tricks nicht von der Animation täuschen. Auch wenn die Animation des Specials oftmals aufwendig aussieht, reicht bereits diese kleine Kicker-Gap oder ein allgemeiner kleiner Höhenunterschied, um die Specials zu landen oder in eure Kombi einzubauen. Nur nicht wie hier, wenn ihr beispielsweise von Grind zu Grind auf der gleichen Ebene den Special einbauen wollt.
Aber die Flip-Specials sind gut, weil ihr sie beispielsweise bei Wallplants oder bei dem Sprung von höhere auf niedrigere Terrains nutzen könnt. Probiert auch hier einfach aus, von welchen Höhen es reicht. Kommen wir als letztes zu den Special Manuals. Die sind eigentlich auch eher für den Spaß gedacht. Punkte, die sie geben, sind nicht wirklich relevant, wenn ihr größere Kombos erzielen wollt. Zum anderen machen sie euch sehr langsam und in der Zeit, in der ihr damit Punkte bekommt, könntet ihr mit anderen Variationen viel besser und schneller höhere Basisscores und bessere Kombis bekommen. Für kurze Kombis lässt es sich gar nicht nutzen, hört hin! Ich habe den Special jedes Mal gedrückt, aber er wird überhaupt nicht registriert. Wenn ihr also gerade in einer Manual-Kombination seid und verschiedene Flip-Tricks zwischendrin machen wollt, könnt ihr den Special überhaupt nicht benutzen. Deswegen lohnt es sich mit dem Ziel, möglichst hohe Kombos zu erzielen, nicht einen Special-Slot mit den Manuals zu belegen. Das heißt nicht, dass ihr sie nie ausprobieren sollt. Schaut euch ruhig die verschiedenen Animationen aus und probiert sie einfach im Funskate oder sonst wo, sie sehen nämlich echt gut aus. Außerdem sollte jeder so spielen, wie er spielen will. Kommen wir nun zum letzten Kapitel, und zwar, wie ihr möglichst hohe Kombos erzielt. Überlegt euch als erstes, welche Specials ihr gern nutzen wollt. Im Namen der Flips macht es einen Unterschied. Die Backflip ist beispielsweise ein bisschen länger, weil sich nicht nur der Skater dreht, sondern das Brett auch mitnimmt. Der Kickflip-Backflip hingegen hat eine kürzere Animationszeit, weil dort nur der Skater den Flip macht. Grundlegend benutze ich drei Grab-Tricks. Da es auch dort Flip-Tricks gibt, die eher als Grab zählen, weil sie mehr Punkte geben, wenn man sie gehält. Zu den drei nehme ich dann meistens zwei lange Spins wie den 900er und den Frontside, zwei etwas längere Flips wie den Indie-Backflip und den Misty-Flip, zwei kurze Flips wie den Ghetto-Bird und den Kickflip-Backflip. Wie gesagt, ich persönlich habe eigentlich immer einen Grind mit drin. Probiert einfach aus, welche Kombination am besten zu eurem Fahrstil passt. Als kleiner Tipp hier, könnt ihr auch immer darauf achten, wie viele Punkte die Tricks geben. Gibt ein eigentlich irgendwas mit Flip-Trick heißender Trick nur 1300 Punkte, heißt es, dass ihr ihn gedrückt halten könnt, um dort wesentlich mehr Punkte zu erzielen. Bei anderen Flip-Tricks, wie beispielsweise dem Ghetto-Bird, der eh schon über 3000 Punkte gibt, bringt es nichts, den Trick gedrückt zu halten. Dort gibt es lediglich mehr Punkte, wenn ihr ihn spinnt. Grundlegend ist der Ablauf für hohe Scores immer der gleiche. Ihr sucht euch auf jeder Karte eine gewisse Route, die ihr quasi abfahren wollt und währenddessen möglichst viele Punkte erreicht. Eure Combo beginnt ihr am besten immer mit vollem Special. Beginnt die Combo mit den Special-Tricks, um möglichst viele Basispunkte schnell zu sammeln. Gerade in Doppelrampen könnt ihr diese dann einfach per Revert und Manual kombinieren, um eure Basispunkte deutlich zu erhöhen. Auch wenn ihr in den Kombis zwischendrin nochmal auf Rampen kommen könnt, ist euer Hauptziel dann eigentlich nur noch, den Multiplikator möglichst nach oben zu bekommen. Das macht ihr dann mit möglichst vielen verschiedenen kleinen Manual- und Grind-Kombinationen. Nutzt verschiedene Flip-Tricks, während ihr auf den Rails seid, damit ihr noch mehr Multiplikator bekommt. Achtet darauf, möglichst kurz am Boden zu bleiben, damit eure Balance nicht so schnell stärker ausschlägt. Versucht auch darauf zu achten, die gleiche Rail nicht unbedingt mehrfach zu benutzen. Sucht euch Streckenabschnitte, auf denen ihr mit Wallgaps hin und her springen könnt, damit ihr leichter eure Specials einbauen könnt. Übt und probiert die verschiedenen Varianten, die ich euch in diesem Tutorial gezeigt habe. Und bedenkt auch, dass die Routen, die ihr in den Videos seht, wo die Leute 300, 400 Millionen Punkte bekommen, nicht das sind, was ihr als Anfänger oder selbst als Fortgeschrittener sofort meistern könnt. Dafür bin ich selber noch im Üben, da ich immer noch nicht genau raus habe, wie die Wally Boosts oder 100.000 Basispunkte in zwei Sprüngenkombinationen richtig funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Zum Abschluss seht ihr jetzt hier noch, wie ich versuche, eine möglichst hohe Kombi auf der Schulkarte zu erreichen. Denkt dran, den Start der Combo mit Special zu machen, am besten ein Bonus für ein bisschen mehr Höhe. Steht im Switch und macht euren besten Special-Trick, um am meisten Punkte für die erste Kombi zu holen. Von dort aus sieht es für manche Spieler, gerade für Anfänger oder Neueinsteiger, ein bisschen unmöglich aus, was man dort macht. Und ihr könnt auch wissen, dass es mich an der gleichen Rampe bestimmt 500 Mal hingelegt hat. In Tony Hawk heißt es einfach nicht aufgeben und versuchen, aus den Fehlern zu lernen und zu schauen, wie man Sachen besser machen kann. Wenn ihr Fragen oder Meinung habt, dann schreibt ihr mir einfach runter in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf mehr Gaming-Content von mir habt, dann lasst mir doch ein Abo da. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich verschiedenen Anfängern etwas helfen oder selbst ein paar fortgeschrittenen Spielern ein paar Kniffe zeigen, wie sie ihr Play besser machen können. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, bis nächstes Mal, ciao!